Herzlich willkommen, liebe Schachfreunde, zu meinem Videoalbum 2023. Das ist ein Retro-Schachproblem und wir beschäftigen uns heute mit der Retro-Analyse. Das Schachproblem erscheint in der Märchenschachzeitschrift Feenschach 2023 und die Forderung lautet, welches waren die letzten 24 Einzelzüge in dieser Schachpartie, kann man sagen. Ja, also zur Wohlfühlatmosphäre gehört immer beim Retro-Schach, dass man die Schlagfälle zählt, damit man sich auskennt. Und das sehen wir, wenn wir die Schwarzen zählen, B schlägt C und D schlägt C, das sind zwei, und dann haben wir noch F schlägt, also G schlägt F, haben wir drei. Das sind die drei weißen Schlagobjekte. Läufer, Bauer, Bauer. Bei Weiß sieht so aus, der weiße Bauer F7 kam von E, ist einer, der weiße Bauer D7 kam von C, das ist 2, und einer muss sich umgewandelt haben und A schlägt B gespielt haben, damit die Bauernstruktur aufgeht, und das ist dann praktisch der dritte schwarze Schlagobjekt. Brauchen wir also 1, 2, 3 Springer, 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 Dame, und den schwarzen Bauern konnten wir nicht hernehmen, denn der wurde ja irgendwo auf der H-Linie entschlagen, der schwarze Bauer. Gut, wo ist eigentlich das Problem? Also Schwarz ist in Zugnot, denn irgendwann hat der schwarze Bauer zurückgespielt und eventuell der schwarze Bauer, wenn der rüberkommt. Schwarz kann nun nicht gleich irgendwie so B6 schlägt C5 oder B7 schlägt C6 spielen, weil ich erst eine Figur entwandeln musste auf B8. Und die weiße Dame kommt für uns im Anfang nicht in Frage, weil es der Schach ist. Sonst ging es ganz schnell, die Dame geht nach B8 und so weiter. Also brauche ich entweder da ein Schutzschild auf C8 oder aber es gelingt uns, ein Turm kommt auch nicht in Frage. Der Läufer käme in Frage, aber der braucht zu lange. 1, 2, 3, 8, der Dame muss weg. Nee, da kann ein Springer in Frage und der könnte direkt auch nach B8 ziehen. Jetzt gibt es ja so viele Fehlversuche und die möchte ich jetzt eigentlich nicht aufzählen, sonst wird das Video eine halbe Stunde lang. Genauso, wenn der weiße König, sagen wir mal, nicht dastehen würde und der steht auf A1, dann gibt es auch eine Nebenlösung, die hat der Hans Gruber gefunden, mit Turm G3 und Bauer F3. Geht gerade noch, dass der Springer auf B8 kommt. Aber mit dem König E2 dauert es dann wieder einen Zug zu lang, weil der weiße König weg muss. Ich will sie jetzt nicht verwirren. Gut, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns die Lösung an. Da ja Schwarz in Zugnot ist, wird Weiß vermutlich beginnen. Und Weiß möchte mit dem weißen Bauern G7 schnellstmöglich nach G2. Deswegen zieht er G6. Gut, Schwarz hat bloß den Tempobauern A5, A4. Dann G5, G6, A6, A5. Nach G4. Nach A7. Und jetzt einen Doppelschritt nach G2. Damit kann der schwarze Bauer F2 ziehen. Und er kann jetzt keinen Läufer oder Springer oder was sich entschlagen haben, denn er kann sich nicht gerade gewandelt haben. Also kommt bloß ein Bauer in Frage. G3 schlägt Bauer F2. Nun wollen wir den weißen Springer nach C8 spielen. Dazu muss der weiße Läufer F4 weg. G5 und H6 scheitern daran, dass die schwarzen Bauern nicht zurückspielen können. Deswegen geht nur Läufer E3, eindeutig. Dann zieht der Bauer und nun ein schöner Zug, der weiße Springer entschlägt den schwarzen Bauern H3. Der Bauer zieht zurück. Der Springer geht nach D5, Bauer G6 und der Springer geht nach B6. Jetzt zieht der Bauer nach G7 und damit dieser schwarze Bauer wieder ziehen kann, zieht der Springer nach G6. Der Springer
Der konnte ja vorher nicht irgendwo alles hingezogen haben. Der musste warten, bis der schwarze Bauer auf G7 ist. Erst dann kommt der ziehen. Und jetzt kann der schwarze Bauer nochmal ziehen, H4. Dann zieht der weiße Springer rein. Dann kommt der Tempobauer nach H5. Jetzt kommt doch die Dame nach B8. Also das ist kein Springerbauer auf B8, den ich ihn wandelt. Dann H6. B7, B8, Dame und H7, H6. Das war unser letzter eindeutiger Eisenzug. Jetzt geht es weiter, sagen wir mal, mit A6 schlägt Springer. So, der Springer kann immer ziehen, Zug, und es ist uns schwarz aufgehoben. Und dann entwandelt sich dieser Turm hier, dieser Umwandlungsturm, auf B8 und geht nach B2. Und dann kann, wie gesagt, die Dame schlagen. Weil jetzt, dadurch löst sich dann der Knoten hier auf, würde ich damit sagen. Dadurch löst sich der Knoten auf und alles geht. Ja, dieses Stück hat mich wirklich sehr beschäftigt. Es ist gerade noch geht es, gerade noch alles geht. Sie werden sehen, wenn Sie nach Nebenlösungen suchen, es scheitert immer an einem Zug. Und das ist auch ein Kompliment für mich irgendwie, denn ich habe das Maximum rausgeholt aus dem Schema, was es überhaupt geht. Den Bauern durften Sie nicht weiter zurückspielen lassen, das gibt es in Nebenlösung. Der musste auf, es geht nicht anders. Also ich bin auch froh, ehrlich gesagt, wenn das Stück jetzt korrekt ist. Ich habe da lange Zeit habe ich an dem Schachproblem ja komponiert und also hat mich schon ziemlich viel Zeit gekostet. Dankeschön und auf Wiedersehen.